Wir stehen hier jetzt vor der Shiki-Quelle. Seit wir das letzte Mal hier waren, ist extrem viel passiert. Wir haben bisher nur eine Quelle erschlossen gehabt. Das ist das erste Mal, dass wir sehen, dass die zweite große Quelle erschlossen ist. Jetzt damit 12.000 Menschen mehr Zugang haben zu frischem Wasser. Zusätzlich haben wir bei der Hometscha Spring weitere 5 Kioske, die jetzt operativ sind. Wir haben ein Health Center, das heißt eine Klinik, die jetzt Zugang zu frischem Wasser hat. Wir haben 2 Schulen, die jetzt zusätzlich Zugang zu frischem Wasser haben und 3 Moscheen, die Zugang zu frischem Wasser haben. Was gut ist, weil die Menschen an diesen Orten natürlich zusammenkommen. Was hier jetzt passieren wird, nachdem die Shiki Spring erschlossen ist, ist, dass 30 Kilometer Rohre verlegt werden und die darum wieder 10 Water Kiosks versorgen und damit eben 12.000 Menschen in der Community erreichen. Und das wird jetzt, hoffen wir, je nach Regenzeit noch mal so ein halbes Jahr dauern. Die Materialien sind da, die Pläne sind gemacht. Aber es ist immer schwierig hier mit dem Zugang, weil die Gegend doch sehr, sehr weit abgelegen ist. Aber wir hoffen, dass es Mitte, Ende nächsten Jahres soweit ist. Zusätzlich ist es wichtig, dass wir eben auch in diesen Communities, die jetzt frisches Wasser bekommen, die Hygienetrainings weiterführen und auch weiter ausweiten. Das Dritte, was ebenfalls sehr wichtig ist, ist die Maintenance, das heißt die Instandhaltung des ganzen Systems. Und dafür werden jetzt sogenannte Washcos gegründet, das heißt Organisationen in den Communities, die dafür sorgen, dass Reparaturen durchgeführt werden, die dafür sorgen, dass das Geld, was in den Kiosks auch für das Wasser verlangt wird, dass das organisiert ist und somit diese ganzen Investitionen, die wir getätigt haben, auch so lange wie möglich halten und idealerweise nicht kaputt gehen, sobald wir hier weg sind. Insgesamt haben wir 3 Jahre lang jetzt dieses große Projekt erschlossen. Wir sind sehr glücklich darüber, dass ihr mit eurem Kaffeekauf es möglich gemacht habt, so viel Spenden zu raisen. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Viele Grüße von der Shiki Spring.